Warum kommt denn das? Und dann das? Und dann das? Das ergibt halt keinen Sinn. Für mich. Dann kommt das, warum auch immer. Das hat auch mit den seitlichen Symbolen überhaupt nichts zusammen zu tun. Ja, Leute, sorry. Komme ich nicht drauf, aber das ist jetzt einfach mal so. Zauberflamme. So, ich muss aber auch trotzdem noch mal kurz pausieren, weil ich einmal noch was nachrechnen muss. Bis gleich. Okay, jetzt weiß ich, wie lange ich noch aufnehmen kann, damit bis ich die Aufnahmepause machen muss. Okay, jetzt haben wir hier die Zauberflamme. Dann habe ich hier die Rose gesehen. Ui. Und die Zauberflamme für die Embleme. Jetzt habe ich sie. Jetzt kann ich die hier bestimmt einsetzen. Und auf geht die Tür. Keller betreten. The entire inn is enchanted. We need to find a way to see past this illusion. Finde die Unterschiede, die nur die Linse zum Vorschein bringt. Da. Der Vorhang. Das Bild. Die Treppe, der Eimer. Ja, die Zettel. Das Spinnennetz. Wie viele sind denn das? Hier. Da. Da ist noch ein Fehler. Ja. Da nicht. Das Bild noch. Ah ja, alles klar. Jetzt sehen wir, wie es wirklich aussieht. There we go. This is the real inn. We'll have to remove enchantments in the other places as well. Ja. Der Ofen. Kohle ist da, aber es fehlt Anzündholz und Feuer. Ich werde Ausschau danach halten. Was ist dort mit den Spinnenweben? Dann machen wir die doch mal weg. Bild. Ah, ich muss drei Bilder finden. Banshees leben so lange, wie ihr Kummer anhält. Sie lauern in Schränken auf ihre Opfer. Banshees hassen Wärme. Halte dein Haus also immer schön warm. Vorsichtige Reisende sollten ihre Ohren schützen, wenn sie sich an Orten aufhalten, wo Banshees leben. Diese unheimlichen Kreaturen namens Doppelgänger sind sehr selten. Sie sind schwer zu identifizieren und noch schwerer zu bändigen. Sie widerstehen allem, es sei denn, ihre Maske wird zerbrochen. Bei Begegnung einer solchen Kreatur wird geraten, die Maske zu zerbrechen und ihr einen Spiegel vorzuhalten. Okay. Schrank. Durch ein kompliziertes Schloss geschützt. Das letzte Teil fehlt. Gehen wir mal zur Rezeption. These masks shouldn't be here. If we remove them, we can remove the room's enchantment. Das werden wir doch tun. Finde Maskenpaare, um das wahre Aussehen des Raums zum Vorschein zu bringen. Das werden wir auch mal machen, ja. Da und da. Da und da. Da und da. Da und da. Und noch. Da ist eins, da. Hier sind zwei gleiche. Da sind zwei gleiche. Und
da. Auch das wäre geschafft. Oh, sieht nicht mehr alles so schön aus. Bilderrahmen. Diana und... Diana, ist dies das Mädchen, das ich im Fenster gesehen habe? Schubladen. Die sind alle abgeschlossen. Ich brauche viele Schlüssel, um sie alle zu öffnen. Oh Gott, müssen wir die ganzen Schlüssel sammeln? Kaputte Treppe. Hier unten liegt was. Eine Tube mit Holzkleber. Vielleicht kann ich die Treppe reparieren, wenn ich Holzbretter finden würde. Okay. Fenster, das Foto ist hinausgeflogen. Okay, da komme ich noch nicht hoch. Teppich. Der Teppich wurde schon lange nicht mehr abgekehrt, aber noch nicht mit dem Besen. Tatsächlich mit dem Besen. Ein Magnet. Gut, dann gehen wir nochmal in den Keller. Nochmal raus. Und wo ist das Foto hin? Da. Okay. Ja, ein Versuch war es doch wert. Zugenagelte Tür. Ich muss einen anderen Weg hineinfinden. Ja, den haben wir ja schon gefunden. Ha. Ja. Ja, wo finden wir diese Holzbretter? Denn hier ist ja die kaputte Treppe. Sauberer Tisch. Ja, okay. Vielleicht kann ich ja... Sollte mir Anzitholz besorgen. Nur woher... Loch. Aber man übersieht immer leicht mal was. Verkettete Bretter, ja, die kann ich ja nicht. Gucken wir doch mal die Karte an. Huch. Okay, so kann ich auch schnell laufen. Darauf steht Willkommen. Was tue ich da eigentlich? Ja, gute Frage, nächste Frage. Hier ist aber nichts mehr zu machen. Ich habe noch mal kurz einen Tipp. Halte den Magneten vor das Mauseloch im Keller. Das habe ich gar nicht gesehen. Oh, das sind noch nicht viele Schlüssel. Dann packen wir den doch mal hier rein. Wähle einen Schlüssel aus und öffne das entsprechende Fach damit. Okay, hier. Nichts. Das ist... Das hier... Das ist... Das nicht... Das... Das ist... Das... Nichts drin. Ja, wahrscheinlich im letzten Fach, ne? Denke ich jetzt einfach mal. So... So, das kommt da. Das kommt... Der kommt da rein. Der kommt da, nicht da rein. Der kommt. Da
da rein. Der kommt. Wo kommt denn der rein? Da. Der kommt da rein. Der kommt da hinein. Der kommt da hinein. Dieser Schlüssel passt in das Fach. Und dieser Schlüssel passt in das Fach. Oh, da haben wir ein Schrankstück. So, Leute, jetzt sind wir aber erstmal da angekommen, dass ich erstmal eine Aufnahmepause mache. Ich hoffe, das klappt alles so mit der Zeit und so. Ich wünschte, Bandicam würde in-game anzeigen, wie lange man immer schon aufnimmt, wie lange die einzelne Folge immer geht, wenn er eine neue anfängt. Das wäre echt praktisch. Da könnte ich mich auch immer nach jeder Folge verabschieden und Bescheid sagen. Ja. Aber ich habe leider nur einen Bildschirm und kann das mir also auch nur auf einem Bildschirm anzeigen lassen. Okay. Das wäre doch mal ein schönes Update, was Bandicam einführen könnte. Nun gut, auf jeden Fall vielen Dank fürs Zugucken. Wir sehen uns dann in der nächsten Aufnahmesession wieder. Auf Wiedersehen und Wiederhören.